Grüß euch Leute, hier zu einem neuen Video auf dem Kanal und zwar werden wir heute gemeinsam schauen, was die Verschlusszeit, die Belichtungszeit bei einer Kamera ist. Aber natürlich wie in jedem Video starten wir zuerst mit dem Intro. Was ist eigentlich die Verschlusszeit bei der Kamera? Unter der Verschlusszeit oder auch genannt Belichtungszeit bezeichnet man die Zeit, in der die Kamera den Verschluss offen lässt und damit Licht auf den Sensor in die Kamera fallen kann. Je schneller der Verschluss sich vom Sensor schließt, desto kürzere Belichtungszeit habe ich. Ich kann jetzt dann zum Beispiel eine Sekunde lang belichten. Dadurch ist mein Verschluss eine Sekunde lang geöffnet, eine Sekunde lang fällt Licht auf meinen Sensor und danach ist das Foto fertig. Dann habe ich eine Belichtungszeit von einer Sekunde. Stelle ich meine Belichtungszeit auf 2 Sekunden, habe ich eine doppelt so hohe Belichtungszeit wie bei einer Sekunde und dadurch ist mein Foto dann ums Doppelte heller. Problem ist jetzt dann bei längeren Belichtungszeiten, dass man nicht mehr freihand fotografieren kann. Deswegen sollte die Belichtungszeit oder die Verschlusszeit unter 1/60 Sekunden sein, wenn man freihand fotografiert. Umso kürzer die Zeit ist, zum Beispiel 1/125 Sekunden oder 1/250 Sekunden, ist es immer besser, bei der Freihandfotografie eine kurze Verschlusszeit zu nehmen. Es gibt dann auch die 1/60er Regel, die gilt vor allem bei kurzen Objektiven, zum Beispiel 35 mm oder 50 mm. Du kannst dann merken, umso länger, größer oder schwerer der Objektiv mit der Kamera ist, desto höher ist die Verwacklungsgefahr beim Fotografieren aus der freien Hand und desto schneller muss deine Verschlusszeit sein. Bei wuchtigen Zoom-Objektiven nimmst du am besten mindestens 1/250 Sekunden. Wenn man ein Stativ benutzt, kann man länger belichten, eine Sekunde oder sogar länger, 15 Sekunden, 20 Sekunden. Ich habe heute mein Stativ dabei und mein Nikon Z5. Und ich sitze in der Nähe von der Kainach, das ist ein Fluss, der was durch die Weststeiermark fließt. Und wir werden uns jetzt ein kleines Örtchen suchen, wo man schön die Wasserstruktur sieht, vielleicht ein kleiner Wasserfall oder dergleichen mit Felsen drinnen, wo man dann ein schönes aufgeschäumte Wasser sieht. Und ich werde euch dort mein Stativ zeigen, was für Beispiele es gibt bei einer Belichtung. Beim ersten Foto jetzt dann werden wir eine Belichtungszeit von 3 Sekunden nehmen. Die Blende habe ich komplett geschlossen auf F36, dadurch, dass es einfach nur Tageslicht draußen ist. Und wenn ich jetzt 3 Sekunden belichten würde, die Blende öffne, dann wäre das Foto einfach nur weiß oder viel zu sehr überblendet, also viel zu hell. In ISO habe ich auf 56 runtergestellt. Beim zweiten Beispielfoto werde ich eine Belichtungszeit der kürzere nehmen, und zwar 1/8 und dafür die Blende F10 nehmen, also die Blende etwas öffnen, dass wieder Licht reinfällt. Da ich jetzt die Verschlusszeit verkürzt habe, wird mein Foto automatisch dunkler und dadurch, dass ich die Blende dann öffne, wird es wieder heller. Also Verschlusszeit runter, Blende rauf, also öffnen die Blende, mehr Licht fällt auf den Kamerasensor. Man sieht jetzt schön den Unterschied beim Vergleich zwischen die zwei Fotos. Wir haben links die längere Verschlusszeit und rechts die kürzere Verschlusszeit. Natürlich von der Belichtung her sind die Fotos jetzt zwar nicht optimal. Fotos sind schon in Lumina nachbearbeitet worden, aber man sieht trotzdem den Unterschied von den einzelnen Belichtungen her. Links die längere Belichtungszeit fängt unser Wasser an, milchig zu werden und schön glatt fließend.
rechts kürzere Belichtungszeit, ist unser Foto eingefroren, unser Wasser, und man sieht viel mehr einzelne Details. Das ist ja wichtig, es kommt immer darauf an, was man fotografieren will. Hier zum Beispiel wieder ein Beispiel von einer Autobahnbrücke hinunter. Man steht auf der Autobahnbrücke oben, natürlich auf ein Stativ, wartet, bis das Fahrzeug unter an ist. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Belichtungszeit von 15 bis 20 Sekunden nehmen. Dann drückt man den Auslöser, wenn das Fahrzeug direkt unter der Brücke ist, und das Foto wird dann aufgenommen, 15 bis 20 Sekunden lang, und man hat dann die schönen Strichspuren von den Fahrzeugrücklichtern oder von den Fahrzeugscheinwerfern am Foto. Hier haben wir noch ein Beispiel, das ist am Red Bull Ring, das habe ich das hier aufgenommen bei einem Rennen. Das ist ein sogenanntes Mitzieherfoto. Das bedeutet, man zieht die Kamera mit dem Objekt mit, sei es ein Skirennfahrer, ein Radfahrer oder ein Auto, zieht man mit, und man sieht im Hintergrund zum Beispiel, wie der Hintergrund verschwimmt. Das ist ein sogenannter Mitzieher, und das Objekt, also das Fahrzeug, das bleibt scharf. Natürlich muss man dort den Autofokus auf Continue stellen, also kontinuierlicher Autofokus. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel keinen Mitzieher macht und die Verschlusszeit noch kürzer macht, wäre der Hintergrund zum Beispiel auch scharf eingefroren und das Fahrzeug selber auch. Man kann es zum Beispiel probieren auf Nacht draußen, die Belichtungszeit, dass man das Ganze versteht, wie das funktioniert. Wenn man zum Beispiel einen Sternenhimmel fotografiert, man stellt die Kamera auf ein Stativ auf, nimmt seine Kamera Richtung Himmel, dass man Himmel sieht mit den Sternenbildern, und dann belichtet es einfach mal 20 Sekunden lang und schaut, was passiert. Es werden einfach nur Strichspuren entstehen, und weil die Belichtungszeit einfach zu lang ist, dass die Kamera dort dann auf einem Stativ steht und die Sterne sich mitbewegen. Nehmt kürzere Verschlusszeit, dann werdet ihr auch Sterne sehen zum Beispiel. Oder probiert es auf einer Autobahnbrücke oder neben einer Straße, Autos fotografieren, Objekte fotografieren oder einfach Objekte, die schneller vorbeifahren, und spürt es ein bisschen mit der Verschlusszeit. Längere Verschlusszeiten, kürzere Verschlusszeiten. Es gibt da genug Beispiele auf Google, zum Beispiel auf Google Bilder. Wenn ihr eingibt längere Belichtungszeiten oder Long Exposure, kann man genug Beispiele, wie man sie mit den Belichtungszeiten spielen kann. Das war jetzt ein kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Es war jetzt nicht das ausführlichste Video über Verschlusszeit oder Belichtungszeit. Da könnte man auch noch stundenlang drüber reden, über einzelne Beispiele oder Anwendungen. Auf jeden Fall, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare rein, die Eierfrage. Für Feedback natürlich Kommentarfunktion nutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen. Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann natürlich den Kanal abonnieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.